Gute an alle, die gestern als Barca-Präsident zurückgetreten sind. Herzlich willkommen zu einem weiteren OneFootball Q&A, meine lieben Freunde. Eure Fragen, wie immer, im OneFootball Community Tab. Mich hat gestern jemand angeschrieben auf Instagram und mir gesagt, ey, ich kann die E-Mail-Adresse nicht finden für Q&A-Fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie viele Q&As hast du geschaut? Denn immer, jedes einzelne Mal, sage ich als allererstes, im Community-Tab. Also, legen wir los. Und übrigens auch präsentiert von meinem Co-Host Phantomtronic. Der gute Mann hat schon wieder 3 oder 2 Fragen reingemogelt. Wer auch immer du bist, du Phantom, gute Fragen. Und die erste ist von Phantomtronic. Angenommen, du könntest die Bully komplett überarbeiten. Welche Änderungen bezüglich der Regularien würdest du vornehmen? Mit wie vielen Mannschaften wird gespielt? Wer sind die Gründungsmitglieder und wer wird ausgeschlossen? Das ist eine Frage, in der ich nicht gewinnen kann. Egal, was ich jetzt sage, danach werden mich eine große Fanschar hassen. 18 Mannschaften, keine Relegation. So, das machen wir mal direkt vorneweg fest. Und ehrlich gesagt sehe ich ja die größten Probleme in der Bundesliga, die rühren nicht von der Bundesliga, sondern von der Champions League. Da kommt das Geld her, was die Bundesliga so entzerrt hat. Okay, ich meine, ich kann ja keine Bundesliga-Vereine verbieten. Wenn ich das könnte, ist es natürlich, könnt ihr euch alle denken, wer das wäre. RB würde nicht Bundesliga spielen. Und im Zweifel würde auch die TSG Hoffenheim nicht Bundesliga spielen. Und der VfL Wolfsburg würde keine Bundesliga spielen. Und dafür wären andere Mannschaften wieder oben, wie der HSV, vielleicht wie der FCK. Das Problem ist aber natürlich, diese Mannschaften sind alle sportlich abgestiegen. Es ist nicht so, dass Hoffenheim bei der DFL angerufen hat und gesagt, hier, wir hätten gerne einen Platz da oben, können den FCK rausschmeißen? Nein, der FCK macht sich systematisch selbst kaputt. Also, 18 Mannschaften, keine Relegation. Und meine wichtigste Änderung wäre eine neue Aufschlüsselung der TV-Gelder. Und zwar entweder nach dem Verursacherprinzip oder dass man das Champions League-Geld nimmt und richtig sozialistisch aufteilt. Dass man sagt, okay, lieber FC Bayern, geil, dass ihr so viel Geld eingenommen habt. 25% davon gehören euch, der Rest wird verteilt. Ja, ist so. Einfach, um da wieder ein bisschen mehr sportlichen Wettkampf reinzukriegen. Das würde bedeuten, dass in meiner Bundesliga, in der Nikoheimer Bundesliga, powered by Alex, dass dort, sind wir mal ganz ehrlich, wir hätten keine Mannschaft, die mit Champions League-Titel mitspielen kann. Aber wir hätten potenziell ein spannendes Titelrennen. Und wie gesagt, ich will jetzt hier keine Mannschaften ausschließen, aber in meiner Traumbundesliga spielt weder Wolfsburg noch Hoffenheim noch RB. So viel kann man ja mal sagen an dieser Stelle. Und der FC Bayern muss sein Geld abgeben. Es tut mir leid. Und dann haben wir hoffentlich wieder einen spannenderen Wettbewerb. Aber ich werde hier niemanden ausschließen und ich werde auch nicht sagen, wer die Gründungsmitglieder sind. Ich habe irgendwann mal was getweetet, meine Traumbundesliga, meine Top 18 Mannschaften. Könnt ihr gerne mal raussuchen, ist bestimmt 3 Jahre alt. Das scrollt mal durch mein Feed. Vielleicht finde ich es aber auch nochmal. Da hatten wir das schon mal zusammengefasst. Ja, aber die erwähnten Mannschaften waren nicht drin. Chan fragt, was hältst du vom Bartomeu-Rücktritt? Ja, war Zeit, ne? War Zeit. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich absolut wahnsinnig, dass er zurücktritt und dann auch sagt, ah ja, und wir gehen in die Super League. Und dann raus. Absoluter Wahnsinn, der Typ. Spinner, wirklich ein Spinner. Ist das Beste, was Barca passieren konnte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es heißt aber natürlich nicht automatisch, dass der nächste Mann besser sein wird. Das muss man leider auch immer sich vor Gesicht führen, vor die Augen führen. Wo führt man das hin? Zu Gemüte führen? Führe mich nicht in Versuchung. Es ist das Beste, was Barcelona passieren konnte. Und ich bin auch der Meinung, dass es bei Barca dann eine neue Zeitrechnung anleiern wird. Und zwar auch die Zeitrechnung post-Messi. Denn die wird ja auch irgendwann früher oder später kommen. Man muss, glaube ich, jetzt einen gesünderen Umgang mit Lionel Messi finden. Man muss, glaube ich, eine Möglichkeit finden, dass Lionel Messi weniger einflussreich im Verein ist. Die ganze Geschichte war natürlich ganz klar ein Machtkampf von Bartomeu, dass sie in die Superliga gehen oder dass er behauptet, sie gehen in die Superliga. Das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben nachher Sektion Radioverbotaufnahme oder wenn ihr das hier schaut, haben wir schon aufgenommen. Da werden wir darüber reden. Niklas weiß es noch nicht. Also freut euch auf seine Reaktion, wenn ich ihn unvorbereitet auf dieses Thema anspreche. Erik Meyer Gott. Erik Meyer, was eine Legende. Es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns alle eingestehen, dass Brazzo extrem unterschätzt ist. In meinen Augen hat er sehr schnell viel gelernt und in dieser Transferphase einen super Job gemacht. Und du hast recht. Das Gute daran ist aber, dass die Scheiße, die er in der Vergangenheit gebaut hat, bestehen bleibt. Wir können also weiterhin über ihn lachen.
Ja? Über die alten Sachen. Aber du hast vollkommen recht, Hasan Salihamidžić hat in meinen Augen seit Sommer 2019 einen sehr, sehr guten Job gemacht. Nicht immer glücklich in der Öffentlichkeit, weiterhin Fehler gemacht, das macht aber jeder. Aber hat eine Mannschaft zusammengebaut, die A, die Champions League gewonnen hat und die B, aktuell aussieht, als hätte sie absolut gute Chancen, jene Champions League auch wieder zu verteidigen. Und wenn du das auf der Habenseite hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, dagegen zu argumentieren, dass du einen guten Job gemacht hast. Deshalb ja, Hasan Salihamidžić, ich habe mich schon mal hier offiziell entschuldigt. Hat einen guten Job gemacht, aber wenn es mir zu gut wird, dann schaue ich mir einfach die Bayern-Pressekonferenz nochmal an, wo es gegen die Menschenwürde ging, dann geht es mir wieder besser. Oder das Video von ihm aus dem Trainingslager, wo er auf dem Thron sitzt und Callum Hudson-Odoi ankündigt, der nicht kommt und Benjamin Pavard. Das war auch schön. Schalke, Johnny. Ah, da fragt man sich doch, welchen Verein der unterstützt. Werden Schalke, Mainz und Köln den 16. Platz unter sich ausmachen oder rutscht noch wer unten rein? Und wer kann sich von den dreien befreien? Ja, es ist ein bisschen früh, das zu sagen, aber die haben schon alle fußballerisch enormes Potenzial, die Abstiegsplätze unter sich auszumachen. Aber ich glaube schon auch, dass Arminia Bielefeld auf lange Sicht da noch reinrutschen wird und dass es bestimmt noch ein, zwei Vereine gibt. Ich meine, ganz im Ernst. Hertha BSC muss aufpassen. Muss aufpassen. Aber natürlich sind Schalke, Mainz und Köln absolute Top-Kandidaten. Wenn man sich anschaut, wie Schalke wirklich gegen Dortmund gespielt hat. Und natürlich kommt man sich anders, aber diese Mannschaft kann kein Fußball spielen. Ne? Das muss man leider mal so ganz klar sagen. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Pässe die nach vorne gespielt haben in diesem ganzen Spiel. Das war schon wild anzugucken. Und bei Mainz ist natürlich jetzt so ein Negativstrudel am Laufen. Da muss man hoffen, dass sie sich daraus irgendwie befreien können. Köln zweimal in Folge Punkte geholt, aber da wird ein Trainerwechsel irgendwann unvermeidlich sein. Das haben die Kölner aber den anderen beiden halt noch voraus. Ne? Die können noch einmal eine Patrone nachladen. Nicht, dass sie das nicht auch nochmal machen könnten, aber die haben noch einen Schuss mehr. Und hoffen, dass man damit was verändern kann. Aber ganz prinzipiell sind die drei auf jeden Fall die Top-Kandidaten. Aber ich glaube trotzdem, dass Arminia Bielefeld dann auch reinrutscht. Und das ist gar kein Disrespect an Bielefeld. Ich finde es ganz toll, was sie machen. Aber wenn man einfach sich den Kader anschaut und dann das auf 34 Spieltage hochrechnet, dann wird es irgendwann dünn. Dann schafft man es kaum, sich schön zu reden, wie sie da nicht reinrutschen sollten. Aber Bielefeld, Daumen gedrückt. Auf der anderen Seite will ich wirklich nicht, dass Schalke oder Köln absteigen. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Sorry, liebe Mainzer. David Elf. Oh Mann, heute mache ich mir Freunde. David Elf. Denkt ihr, ob Koman nach seinem starken Auftritt eine realistische Chance auf einen Stammplatz hat, wenn Sané und Gnabry jetzt wieder fit sind? Und wie wird Costa dann noch spielen, wenn alle fit bleiben? Die werden alle spielen. Sané und Gnabry sind Nummer 1 und 2, das ist klar. Aber die Bayern haben, man hat es doch gegen Moskau gesehen, die gehen auf ein Zahnfleisch, Alter. Die brauchen jeden einzelnen Spieler, den sie im Kader haben. Und die werden alle genug Einsätze bekommen. Stammplatz, sprich, wenn jetzt Champions League K.O.-Phase wäre, alle sind fit, glaube ich nicht, dass Koman vor Gnabry und Sané starten. Aber wann sind da schon mal alle fit? Und deshalb bin ich da absolut der Meinung, dass wir uns bei allen, dass wir alle vier sehen werden und allen vieren Spaß haben werden. Ja. Phantomtronic ist wieder dabei mit der Frage und ey, was der Mann sich ausdenkt. Phantomtronic muss ein Fragenlabor im Keller haben. Hat er ein paar kleine Fregels sitzen, die mit ihm gemeinsam Fragen ausarbeiten. Dieses Spiel heißt Verkaufen, Verleihen, Behalten. Er hat mir drei Spielernamen gegeben und ich muss quasi immer sagen, den verkaufe ich, den verleihe ich, den behalte ich. Wir starten bei Chelsea mit Werner, Havertz und Conte. Das ist jetzt schon übertrieben hart. Okay, komm, Conte ist der älteste von den dreien. Wir geben ihn ab, es ist so. Da gebe ich den Bundesliga-Bonus. Werner wird verliehen, Havertz wird behalten. Boom. Thuram, Player, Embolo. Da werden jetzt viele Gladbacher mit den Augen rollen, aber ich sage, Thuram behalten, klar. Player verkaufen, Embolo ausleihen. Das ist kein faires Spiel, ich will die alle drei behalten. Sancho, Haaland, Reina. Sancho verkaufen. Ich meine, der ist viel mehr Geld, als man da wohl einnehmen wird, kriegt man eh nicht mehr, also verkauft den. Haaland behalten, Reina verleihen. Übrigens, verleihen interpretiere ich so, dass die Jungs zurückkommen und dann immer noch im Verein sind. Ne? Das ist schon klar. Vinicius, Valverde, Odegaard. Ich bin großer Valverde-Fan. Ich glaube, dass Odegaard mehr Potenzial als Vinicius hat. Vinicius ist einfach so sauschwach im Abschluss. Vinicius verkaufen, Odegaard verleihen, Valverde behalten. Würde ich sagen. Alex, wo stehen wir zeitlich? Sag's mir. 10 Minuten, Wahnsinn. B-Dog 94.
ist Kimmich aktuell der beste Mittelfeldspieler der Welt. Was er jedes Spiel für eine vielseitige Leistung zeigt, ist der Wahnsinn. Ehrlich gesagt, glaube ich fast ja. Sicherlich tue ich jetzt irgendjemandem Unrecht. Und es gibt gerade in solchen, ich finde, gerade im Mittelfeld ist es sehr, sehr schwierig, immer den Besten der Welt auszuwählen. Weil natürlich ist, du kannst natürlich Spieler gerade im Mittelfeld nach verschiedensten Metriken messen, gemessen an deren Aufgabengebiet. Aber Joshua Kimmich ist wirklich Wahnsinn. Was ist 1-0 gegen Atletico, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Der unterbindet einen Konter mit einer Wahnsinnsgrätsche und spielt dann einen Wahnsinnsassist zum 1-0. Und das sind diese Kimmich-Aktionen, die nicht viele andere Spieler können. Übrigens, falls ihr euch fragt, wenn meine Hände komisch aussehen, ich habe gestern gestrichen, ich habe weiße Finger. Deswegen ja, ich glaube, Joshua Kimmich ist derzeit einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und wenn er nicht der Beste ist, dann ist er zumindest einer der wertvollsten, was seinen Wert für sein Team betrifft. Denn der FC Bayern, Joshua Kimmich, ist auf einer Stufe inzwischen, glaube ich, auch wenn ich bestimmt, ich habe letztens in einem anderen Video was anderes gesagt. Aber ich glaube doch, dass Joshua Kimmich zu den absoluten Führungsspielern bei den Bayern gehört. Und für mich ist er, wenn du mich jetzt gerade fragen würdest, welchen ZM ich mir reinholen würde, wäre es wahrscheinlich Kimmich. Vielleicht Camavinga, von dem ich wirklich extrem begeistert bin, aber ansonsten Kimmich. Anti-Joy Game. Passender Name für die Frage. Anti-Joy. Was müsste passieren, damit der DFB dir wieder wichtig wird? Er hat noch in Klammern geschrieben, neuer Trainer, neues System, andere Spieler. Ihr kennt sie ja inzwischen. Theoretisch könntest du den Trainer behalten. Aber nur, wenn das System der Nominierung wieder nach Leistung geht. Und wenn es einfach heißt, wir nehmen die besten Spieler, wir versuchen das bestmögliche Team zusammenzubauen und wir wollen eine schlagkräftige Truppe bei der EM haben. Da das nicht der Fall ist, neuer Trainer. Der eben genauso frischen Wind reinbringt, der ganz im Ernst, ich sage jetzt mal was, ich glaube nicht, dass Jogi Löw von den Nationalspielern sonderlich ernst genommen wird. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, die betrachten den wie eine weirde Tante. Jeder hat so eine Tante, die im Schmuckladen arbeitet oder so. Was heißt, die so Schmuck selbst macht, so Gürtel mit so hellblauen Steinen verziert und dann bestimmt auch mal in der Zeitung war damit, weil sie irgendwie in irgendeinem Dorfladen so schöne Gürtel macht. Aber ich glaube, so ungefähr wird Jogi Löw von den Spielern inzwischen gesehen. Ich glaube, dass man beim DFB frischen Wind braucht. Und ich verstehe es nicht. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum man es nicht sehen kann. Auf der anderen Seite hat der Mann ja auch noch ein bisschen Vertrag und bin mir sicher, dass wahrscheinlich ist ja bald wieder Dezember, ne? Wahrscheinlich wird im Dezember der Vertrag verlängert ohne Grund. Bis 2026, Jogi. Mach's nochmal, Bruder. Ja, wenn man einfach das Gefühl hätte, dass wieder die bestmögliche Mannschaft auf dem Feld steht, dann könnte es für mich wieder mehr interessieren. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, der DFB wird für mich niemals wichtiger werden als Eintracht Frankfurt, klar. Niemals wichtiger werden als die Bundesliga generell. Aber ganz klar ist, man könnte wieder mehr Interesse haben. Aber dafür streicht die Freundschaftsspiele komplett. Nur noch wichtige Spiele. Für mich auch Europa Super Quali League, Nations League ist für mich auch nicht wichtig. Und sorgt dafür, dass Länderspiele was Besonderes sind. Ja? Nicht wie jetzt, wo Länderspiele wie eine Impfung sind oder wie ein Zahnarzttermin, wo du dreimal, viermal, fünfmal im Jahr hin musst und jeder nur sagt, was eine Scheiße, dass ich das machen muss. Und ich muss nicht fünfmal im Jahr zum Zahnarzt, Alter. Hoffen wir, dass es so bleibt. Aber das wäre das Wichtigste und ich glaube, das ist halt schwierig, weil das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ey, wir spielen keine Freundschaftsspiele mehr und wir machen auch keine Nations League mehr mit. Wir wollen wieder normale Quali spielen, das funktioniert ja nicht. Aber das wäre wichtig. Man müsste der Mannschaft ja die Wertigkeit geben, dass man wirklich denkt, das ist die beste deutsche Mannschaft. Und man müsste den Spielern die Wertigkeit geben, dass man denkt, jedes Spiel ist relevant. Das ist derzeit nicht gegeben und ich glaube, das ist eines der wichtigsten oder größten Probleme, die der DFB hat. Philipp Kraus fragt, hat Everton mit der aktuellen Form eine Chance, sich diese Saison unter die Top 5 in der Premier League zu tabellieren? Tabellieren? Absolut überragendes Wort. Ja, das nehmen wir mit auf. Wo wird sich Everton tabellieren? Ja, die Tabellierungsfrage bei Everton ist eine, die man sich natürlich schon länger stellt. Es sieht natürlich gerade wahnsinnig aus. Ich glaube halt, dass schon diese Saison wegen der Dichte des Terminplans, wegen der Corona-Nummer, Chancen gibt für Mannschaften, oben rein zu schlüpfen, von denen man das eigentlich nicht erwartet hätte. Auf der anderen Seite habe ich ja, Football Brain, in der englischen Prognose gesagt, dass James Rodriguez eine der größten Transferfehleinkäufe dieses Jahres wird. Und irgendwann muss ja diese Prognose noch wahr werden. Bis jetzt sieht es nicht so aus, also muss er jetzt aufhören zu spielen und dann wird Everton noch nicht so gut sein. Kurzfassung, ich glaube, dass Everton tatsächlich gute Chancen hat, da oben reinzurutschen. Aber wenn man halt die Kader durchgeht, dann ist natürlich kein Top-5-Team in der Premier League.
La Ice Tea. Zuallererst mal hat er mir ein 100er Emoji reingedrückt und dann kommt seine Frage. Also machen wir 100. Wie würdest du die Super League finden? Die 18 besten Mannschaften Europas in einer Liga. Danke für die Aufklärung am Ende nochmal. Ich muss hier mal eine Sache sagen. Ich würde die Superliga an sich nicht mal schlecht finden. Aber eben nur, wenn es heißt, dass alle raus sind aus den nationalen Ligen. Dann würde ich es mir angucken. Weil dann wäre, das wäre dann einfach nur die Champions League nur kondensiert. Nur die besten Mannschaften der Champions League. Was in der Champions League in der K.O.-Phase passiert, wenn eben nur noch diese Mannschaften dabei sind, ist das Geilste, was man sich am Fußball angucken kann. Das ist ja gar keine Frage. Aber man darf ja nur, weißt du, man muss ja trotzdem sagen, nur weil das übertrieben geil ist, heißt es halt nicht, dass es nicht andere, dass es nicht die nationalen Ligen kaputt macht. Ja, ganz einfach. Aber dann würde ich es mir angucken. Und dann fände ich es sogar in Ordnung. Prinzipiell finde ich es auch in Ordnung, wenn man sagt, wir wollen nicht mehr von einem Verband gemanagt werden, wir machen das untereinander aus. Auch in Ordnung. Verbände sind nicht so toll, muss man auch mal sagen. Aber eben nur unter der Prämisse, dass sie raus sind aus den nationalen Ligen. Und wenn sie das nicht sind, dann finde ich es scheiße. Und wenn sie das sind, dann sollen sie machen, was sie wollen. Ich gucke mir die Champions League da an, ich gucke mir auch die Super League an. Macht's doch, ist mir egal. Aber nur, weil den Fußball, der ist ja schön, den die spielen. Aber eben nur, wenn das bedeutet, dass diese Mannschaften dann nicht mit einem gezogenen Schwert durch die Liga laufen können, weil sie einfach, einfach andere Möglichkeiten haben. Shocker Montana. Ist es nicht dein Nickname, Alex? Wie stehen die Chancen beim Bundesjahr mit gewissen Spiele-Situationen, über welche diskutiert wird, als Miniclip einzublenden? Alex, das geht nicht. Rechte Frage. Das haben wir seit 3 Jahren, machst du das, und jetzt kommst du auf die Idee. Ja, das geht leider nicht einfach aus Rechtegründen. Wenn jemand von euch Lust hat, uns Spielsituationen zu zeichnen innerhalb von 4 Stunden nach dem letzten Bundesligaspiel, dann gerne her damit. Aber ansonsten können wir das nicht machen. Wir würden es sehr, sehr gerne tun. Der König fragt, ach, guck mal hier, welche Ehre. Es ist dann der König. Welches Land hat aktuell einen König? England hat eine Queen. Dänemark hat hier Makrele, das ist auch eine Queen. Thailand hat einen König. Wie mögen wir den König? Der ist schwierig, ne? Okay. Ja, der thailändische König ist bei uns im Q&A, fragt, inwiefern war das Spiel von Dortmund gegen Lazio nur ein Ausrutscher oder wird Dortmund in dieser Spielzeit Probleme bekommen? Ich glaube, dass Dortmund Probleme bekommen wird, ja. Ich glaube nicht, dass man bei Dortmund, dass Dortmund meine Viertelfinal-Champions-League-Prognose wahrmachen wird, denn immer wieder lässt Dortmund sich in wichtigen Spielen von starken Mannschaften komplett den Schein abkaufen. Dortmund ist eine ziemliche Schönwettermannschaft. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Die gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und die dann auch häufig absolut überzeugend. Aber sobald sie ein bisschen Gegenwind bekommen, hat Dortmund Probleme. Und wenn sie das nicht aus dem System bekommen, wird das auch durch die Saison sich so durchziehen. JD Pfandflasche. Denkst du, dass der erste FCK, Kaiserslautern, kann es nochmal schaffen, an die leider etwas vergangene Zeit anzuknüpfen? Man hört ja von sehr vielen, dass der Betze mindestens in die zweite Liga gehört. Siehst du das auch so? Auch wenn du Frankfurt bist, an dieser Stelle gute Besserung. Hahaha, gute Besserung. Natürlich gehört der FCK von seiner Reputation und was er für den deutschen Fußball bedeutet hat, eigentlich in die Bundesliga. Der FCK arbeitet aber auch mit Hochdruck seit Jahren daran, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, sich selbst zu zerstören. Und sie schaffen es alle 3 Jahre und dann kommt, wie heißt er hier, Beck auf den Sauerbraten angeritten und hat einen finanziellen Rettungsschirm für den FCK wieder dabei. Und solange das der Fall ist, solange der FCK nicht aus seinem eigenen Sumpf rauskommt, haben sie es nicht verdient, in der zweiten Liga zu spielen. Ich hoffe es, ja, ich wünsche mir, dass der FCK im deutschen Profibereich in den obersten Ligen unterwegs ist und nicht im Niemandsland der Dritten. Aber dafür müsste man erstmal gut arbeiten und dass sie das dort machen können, haben sie eben seit 10, 15 Jahren nicht bewiesen. Ganz einfach, ja, 10 Jahre vielleicht. Und die letzte Frage kommt von Tim Borowski, der ist übrigens auch König von Thailand. Für wie realistisch hältst du es, dass Nagelsmann der Nachfolger von Guardiola bei City wird? Guardiolo hat er geschrieben. Guardiolo. Bei Man City werden könnte. Und was hältst du davon? Ich halte das für ziemlich realistisch im Sinne von, dass Man City absolut bescheuert wäre, nicht auf Nagelsmann zu gucken, denn der Mann ist der beste junge Trainer der Welt. Ob er das machen will, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann nach dieser Saison alle Türen offen stehen werden. Und auf der anderen Seite würde dann zusammenkommen, was zusammengehört. Julian Nagelsmann und Manchester City. Hier. Match made in heaven. Und mit diesem schönen Bild, wie sich City und Nagelsmann küssen, verabschiede ich mich aus diesem Q&A. Es war mir wie immer ein Fest, Freunde. Danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut.